Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich hier ein Quiz und ich habe zwei Teams eingeladen. Und zwar Mario Luigi und Mario Luigi. Die Kanäle sind unten in der Beschreibung. Und wir machen heute einen Super Mario Quiz. Denn der gute Miyamoto, der hat uns ja natürlich ein wunderschönes Ding geschenkt. Und zwar Super Mario. Und wir machen ein Quiz. Habt ihr Bock? Yeah! Also, die Fragen bestehen unter anderem aus Schätzfragen und... Oh, schätze mal, das wird gut. Und aus... und aus offenen Fragen. Mal gucken, wer da näher dran ist. Es könnte einen Punkt geben, vielleicht aber auch gar keinen. Ich würde sagen, wir fangen an. Wenn ihr schätzt, schreibt es hinten auf die Tafel. Und das erste ist schon eine Schätzfrage. Und zwar, wann war Mario das erste Mal auf dem Bildschirm zu sehen? In welchem Jahr? Nein, wegen dem Herz habe ich gedacht. Das ist jetzt unser Lieblingsjahr. Lieblingsjahr. 99. Okay, ihr könnt drüber drehen, die Zahlen stehen. Da steht also... 1975 habt ihr und ihr habt? Wir haben es richtig, 1961. Okay, die Antwort wäre, das erste Mal, dass Mario auf der Bildschirmfläche, dass sie betreten hatte, war in Donkey Kong, damals hieß er noch Jumpman. Und das war bei dem Donkey Kong Spiel 1981. Somit seid ihr näher dran. Okay. Aber die 1 stimmt. Das ist ziemlich gut. Das hat auch Respekt verdient, finde ich. Oh, gerade ist es eben 81 geworden. Ich glaube, ich muss den Punkt nochmal umdrehen. Der Erfinder von Super Mario, Miyamoto, bekam leider keine Lizenz für das Spiel Popeye. Und deswegen hat er gedacht, okay, ich mache King Kong, also Donkey Kong. Bloß als Rand Fact. Leute, jetzt machen wir eine offene Frage. Und Mario besitzt ja einen wunderschönen Moustache. Was denkt ihr, warum hat er diese Pferdevagina hier im Gesicht? Oder auch eben die berühmte Mütze? Könnte der Grund sein, dass das der Fall ist? Ihr dürft frei antworten, wenn ihr wollt. Immer einer nach dem anderen. Ihr sagt? Wir sagen, Mario ist Italiener, deswegen hat er so einen Bart. Und die Mütze stärkt ihn. Weil das habe ich bei meinem Super Mario 64, wenn er ganz wenig Kraft nur noch hat, dann ist die Mütze weg. Du denkst, deswegen hat der Erfinder das so gedacht, genau. dass er die Mütze... Vielleicht sehen ja die Klempner in Italien einfach auch so aus. Ja, hat man schon gesehen. Aber was steht dann oben drauf, ey? Weiß ich ja nicht. Was denkst ihr? Stell dir mal Mario ohne Bart vor. Das wäre schon echt irgendwie gruselig. Ich habe aber auch mal irgendwo gehört, dass das eigentlich ganz früher sein Mund sein sollte, in der alten Pixelgrafik. Aber man erkannte das so nicht, man hat immer gedacht, das ist ein Bart und das hat sich später als Bart etabliert. Also ich würde euch eher den Punkt geben, denn Super Mario hat den Bart und die Mütze aus dem Grund, weil Haare und ein Mund viel zu schwer zu animieren waren damals. Und deswegen hat man einfach da den Bart hingemacht, anstatt einen Mund und die Mütze aufgesetzt und seine Haare. Also ihr wart echt da dran, Respekt, ja. Ich bin mir sicher, in Italien sehen die so ja, aus. Ja, eben. Ich habe das schon oft gesehen in den 80ern, wenn ich in Italien war. Okay, pass auf. Ihr wisst ja jetzt, wann Mario geboren wurde, also 71, 81, 75. Also, aber die andere Frage ist, wie alt denkt ihr, ist Mario? Das ist wieder eine Schätzfrage, ihr dürft wieder aufschreiben. Was denkt ihr, wie alt ist Mario? Also im jetzigen Alter, in dem er sich befindet. Genau. Okay. So wie sie dargestellt wird, in welchem Alter wird sie sich befinden? Deswegen müsst ihr es mir ganz laut sagen. Das M ist cool, das M ist cool. Das ist kreativ. Aber wenn die Zahl irgendwie so schräg steht. Ja, weil es vorher so 4 war. Ach so.
Okay, also die habt ihr nicht stehen lassen. Und? Ich glaube jetzt für 35. Also, ihr habt euch entschieden für? 35. 35 Jahre soll Mario alt sein. Also schon auf jeden Fall in der Midlife-Crisis. Und ihr sagt? Ewige 29, weil Midlife-Crisis. Okay. Ich bin auch 29, habe eine Midlife-Crisis. Aber Mario soll, laut Miyamoto, er hat sich nicht direkt festgelegt, aber ungefähr zwischen 24 und 25 Jahren alt sein. Also der Sugar Daddy, der ist doch jünger als man denkt. Aber man schätzt ihn durch den, ich glaube der Bart macht ihn alt. Ja, das ist der. Ja. Oder die Laptose. Wir haben wieder eine offene Frage, die liebe ich ja am meisten. Diesmal dürft ihr zuerst antworten. Okay. Warum ist Bowser eine Riesenschildkröte? Was könnte der Grund dafür sein? Scheint wieder irgendwas mit das Animieren war sonst zu schwierig. Wer war zuerst da? Bowser oder seine Koopa-Schildkröten? Er soll aussehen wie ein Koopa, nur halt krasser, gefährlicher und so. Schon, ja. Er ist ja der König von denen, also ja, genau. Deswegen halt wie eine Mega-Version von den Kleinen. Das ist eure Aussage. Ja. Also er ist sozusagen die krassere Version von dem Koopa. Ja. Okay, und was ist eure Antwort? Wir haben uns noch nicht geeinigt. Okay, dann diskutiert jetzt laut. Lass uns mal laut diskutieren. Also eine Schildkröte ist ja dafür bekannt, dass sie langsam ist, also bis auf deine. Und meine Schildkröte ist sehr schnell. Mach ich auch immer so? Ha! Ach so. Ja, ich kann ja mal Schuh da liegen oder so. Oh, das ist so wichtig. Aber ich glaube auch nur, weil ich mich in Fuß beißen will. Aber genau, die sind ja an sich sind sie sonst langsam und der ist ein bisschen langsam im Kopf und eigentlich soll er gar kein richtiger, keine Schildkröte sein, sondern mehr so ein Dinosaurier ja wahrscheinlich auch. Also so eine Mischung, das ist so eine Mischform. So eine Mischform. Und der ist ein bisschen gruseliger und böser und ein Rocker, wegen den Lieben. Also du denkst, die Intention ist, dass er denkt, er soll ein Rocker sein, so. Der hat Rocker. Ich denke, irgendwie geil, weil die Japaner haben noch eh so ein bisschen Angst vor den Yankees und so. Aber wie sind deine Schildkröte? Weil Schildkröten den Rockern am nächsten kommen. Ich finde beide Antworten sehr, sehr geil und auch logisch irgendwo. Ich gebe aber keinen einen Punkt. Die Auflösung folgt jetzt. Denn Bowser wurde von Miyamoto früher eigentlich als Ochse gezeichnet. Und sein Mitarbeiter hat dann drüber geschaut und hat so gesagt, das ist ja eine krasse Schildkröte. Und weil er gesehen hat, dass das eine Schildkröte ist, haben sie dann gesagt, okay, lass mal als riesige Schildkröte laufen. Stimmt, der hat ja auch Hörner an der Seite. Okay. Aber wir haben immerhin erkannt, dass es eine Mischform ist. Ja. Halber Punkt. Gebt ihr einen halben Punkt an ja, die anderen? Ja, schon. Es steht 0 zu 2. Ja, gut. Ein halber Punkt. Ein hatten wir schon. 0,5. Ach ja, stimmt. Also hier steht 2 zu 1,5. Jetzt kommen wir wieder zu einer Schätzfrage. Was denkt ihr, es gab ja damals den richtigen Film von Super Mario? Ja, oh shit, ist richtig. Und was denkt ihr, wie viel hat dieser Film gekostet? Das Kinoticket. Nein, wie viel hat der Film in der Produktion gekostet? Entschuldigung, ich habe mich falsch. Oh. Könnt auch gerne aufschreiben, was das Ticket als Zusatzding gerne, was das Ticket kostet, aber. Vor allem für den Alkohol, finde ich auch. Wir reden von Dollar. Wir reden von Dollar. Oh Gott. Dollars, richtige Dollars. Ist der Film gut? Der ist super. Er ist Kult. Was nicht heißt, dass er gut ist. Also, vor allem, ich möchte an dieser Stelle sagen, auch wenn der Film scheiße ist, heißt es nicht, dass er billig ist. Das ist wie genauso andersrum Welt. Auch, ne? Also, ja. Es kann auch sein, dass ein Film scheiße ist, gut ist, aber günstig war. Beides ist möglich. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihn mal gesehen zu haben, aber ja, er ist ziemlich trashig, ja. Okay,
Ich würde sagen, ihr sagt zuerst euer... Genau, also wir glauben, der Film hat $600,000 gekostet. Mhm. Die Tickets für den Film $8,50 und ermäßigt für Schüler oder auch Rentner $6,50. Sehr geil. Ah, 20. Die cheaten. Kleine Kommunikationsfehler. Also wie viel hat er jetzt gekostet? 20.000 Millionen Dollar? Oder nein, wie viel? 20 Millionen. Er hat 30 20 Millionen, dachte ihr. Ihr sagt 600.000 und 8,50 Euro das Ticket und 6,50 Euro ermäßigt für Rentner. Und Schüler. Okay, und Schüler. Und Schüler. Popcorn. Popcorn so. Damals, kleiner Funfact, zu dieser Zeit durfte man im Kino noch rauchen. ja, richtig schlimm, oder? Luft. Super Mario Brothers hat circa 5 Millionen Dollar gekostet. Entschuldigung, 50 Millionen Dollar. Ja, die Null 50 nicht Millionen vergessen, Dollar. Wie mein Kollege hier. Und war ein totaler Flop. Also somit geht der Punkt an euch. Hätte sie auch nicht gehört damals. Ja. Aber haben sich die Tickets wenigstens für 8,50 verkauft? Ich habe leider keine Möglichkeit, das nachzuschauen. Ich denke, aber ihr seid gar nicht. Steht da D-Mark dahinter oder Dollar? Dollar. Aber ich weiß nicht, was es in Amerika kostet. Also wir sind halt von unseren Produktionskosten ausgegangen. Von eurem Musikvideo, das wir zusammen drehen, meinst du? Genau. Ja, ja. Das ist ja eine schöne Schleichwerbung. Wir haben eine Kooperation gemacht. Wir haben wieder eine offene Frage. Und zwar, was denkt ihr, ist die Geschichte dahinter, warum Mario heißt? Wie kam Miyamoto dazu, den Typen Mario zu nennen? Wer fängt denn an? Wer fangt ihr diesmal an, würde ich sagen. Okay. Und wir noch nicht diskutieren. Ich würde sagen, Mario ist so der italienische Name, den es gibt. Die wollten einfach einen Italiener machen und da hatten sie gedacht, sie nennen ihn Mario. Mhm. Ist das eure Aussage? Ist das stimmig bei beiden? Ja? Okay, ja. Was ist eure Aussage? Also ich glaube, der Miyamoto, der war an dem Onsen und dann hat er dann den Italiener getroffen. Und der hieß Mario. Und der war, warum auch immer, so beeindruckend. Verliebt. Das ist der Mann, Mario. Ich finde die Vorstellung sehr geil. Das hat auch irgendwie so etwas Japanisches. Zwei Männer treffen sich in Onsen. Ja. Die richtige Antwort ist: Der amerikanische Baulöwe Mario A. Siegel soll Namensgeber für Super Mario sein, weil. Er hatte damals, der aus Italien stammende Unternehmer, hatte damals das Lagerhaus von Nintendo vermietet sozusagen. Also angemietet für Nintendo. Und deswegen kam er auf seinen Namen. Und genau, als Siegel wütend bei Nintendo seine längst überfällige Miete einforderte, sahen alle die Ähnlichkeit zu der Spielfigur. Da wurde es dann bekannt, dass er das eigentlich wirklich ist. Also es ist ein Italiener, der eigentlich an Nintendo in Amerika das Haus vermietet hatte. Aber die sind bestimmt noch verliebt gewesen, dann stimmt's bei uns. Das ist leider nicht nachweisbar. Somit würde ich einfach mal keinen Punkt verteilen, aber ich liebe eure Antworten. Wirklich, ich liebe eure Antworten. Oder sagt jemand, der ist wirklich näher dran gewesen? Nee, oder? Eigentlich gar nicht. Die letzte Frage ist nochmal eine Schätzfrage, und zwar, wie viel kostete die SNES, also die Super Nintendo, die richtige, die große, mit Super Mario World in D-Mark, als sie hier eingeführt wurde. Ich habe die auf dem Flohmarkt gekauft damals. Das geht ja nicht. Das ist so. Ich weiß, was es heute kostet, aber nicht, was es früher gekostet hat. Früher hat Oma noch bezahlt. Gronkh hat die These aufgestellt, dass mittlerweile D-Mark genauso viel wert ist wie Euro. Das heißt, dass man sagt, früher hat eine Pizza 5 Mark gekostet, jetzt kostet sie 5 Euro. Das stimmt aber teilweise. Ja. Also es ist nicht 1:1, aber er hat die These aufgestellt, die finde ich ganz logisch. Es nähert sich an, ne? Vielleicht hilft euch das. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Aber stopp, jetzt brauchen wir noch den Flohmarktpreis? Weiß ich nicht. Kannst du nicht Mark oder so? Wie viel? 12 Mark oder so. Dafür hast du eine Super Nintendo bekommen? Ja, aber da war auch nur so ein blödes. Das war ja damals, ganz lange her. 12 Mark? Ja, da war so, aber auch nur so ein blödes Winter-Olympiade-Spiel dabei. Mit der Konsole? Ach du heilige Scheiße. Sehr cool. So, okay, dann präsentiert eure Zahlen. 500 Mark.
500 Mark, sagt ihr. Okay, das ist ein stolzer Preis. Und ihr sagt? Das glauben wir nicht, dass das früher den Leuten wir hatten ja nichts. Ja, deswegen glaube ich, da waren sie schon so human und haben das für schlappe 209 Mark 95 verkauft. Mhm. Sunny, dann aber richtiger Gönner, sie hat es für 12 Mark gegeben. Okay, der Preis, als es rauskam, war genau 329 D-Mark. Ja, somit seid ihr näher dran und habt, weiß ich jetzt nicht, habt ihr gewonnen? Ja, wir haben noch eigentlich habt ihr mit 2,5 Punkten gewonnen und ihr habt 2. Also sehr krass. Aber hey. Genau. Wir können es auch als ein faires Unentschieden mit leichter Tendenz zu gewinnen. Steht also, aber hier steht ja natürlich nicht der Spaß im Vordergrund, sondern das Gewinnen. Um was anderes geht es nicht. Die anderen, ihr werdet jetzt verbrannt und ihr durchgehen. Na, wir brauchen sie noch, können wir am Ende des Tages. Ach so, ja. Ich würde ganz gern bleiben. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und jetzt habt ihr nochmal die Chance, nochmal kurz zu erzählen, was macht ihr denn überhaupt auf YouTube? Wir fangen mit einer Person, die in zwei aufgeteilt wurde, an. Sunny, wer sind wir? Also das ist Sarah. Und das ist Sunny und wir sind beide von dem YouTube-Channel Nimmers. Und bei uns gibt es ganz viel Fangirl-Material und seit neuestem auch mehrere Song-Parodien, die wir heute einfach zusammen drehen. Wir haben richtig Lust. Und willst du noch was ergänzen? Nee. Alles gut. Okay. Ja, also ich bin die Steffi, manchmal bekannt auch als Griffy Blue Crow, zum Beispiel beim Radio, wo ich mal mitgemacht habe. Auf YouTube, aber auch hauptsächlich auf Twitch treibe ich mich mit diesem Nickname rum und verbreite einfach, was mir gefällt, meinen Regenbogen, seien es Videospiele, Musik. Ich betreibe einen Terminkalender einmal in der Woche. Schaut einfach mal vorbei. Bei mir gibt es eigentlich für jeden Geschmack irgendwas. Ich bin Nisa, mein Kanal heißt NiseArtPlay und das ist ein Gaming-Kanal, wo ich zeige, wie bewandert ich im Bereich Gaming bin, was man daran merkt, dass ich heute verloren habe. Schaut vorbei.